Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen 2. Wir werden jetzt noch schauen, dass wir einen neuen, den alten noch verkaufen, also einen noch verkaufen, wo wir entschieden haben, ne, der doch nicht, weil der sich ja halt, naja, er lässt sich so schwer anhängen. Obwohl, probieren wir das mal. Ich kaufe mal einen neuen. Oder halt ein Fendt. Aber eher ein Mod. Weil die kann ich farblich besser gestalten. Wir haben einen roten, wir haben einen ja, grau. Und mal was anderes, ne? Seiner Farbe, na gut. Fendt. Ja. Dann holen wir noch ein Schneidwerk. Spezial. Sonnenblumen müsste man eigentlich. Oh, ja. Haben wir grau genommen? Glaub schon. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber wir müssen noch ein Schneidwerk kaufen für Sonnenblumen. Das drei Stück. Aber da werden wir einen Tieflader nehmen am besten. Capello. Oh, ein kleiner Capello. Tja, ein Tieflader wäre eine Option. So. Haben wir nur zwei? Ah, die Farbe lassen wir so. Oder mal dunkel. Ah ja. Zurück. Zurück. Dann werden wir hier mal gleich. Drei Stück kaufen. Für unsere. Gibt es da nur den einen? Der kann keine Sonnenblumen. Ist halt so, ne? Capello. Details. Kaufen. Ja. Nochmal kaufen. Nochmal kaufen. Wie, kein Geld. Oder war kein Platz gewesen, kann auch sein. Das läuft, glaube ich, mal ganz gut alleine. Schnappen wir uns einen LKW. Düngen klappt auch. Dann nehmen wir einen anderen LKW. Den einen Drescher lassen wir da. Mit dem werden wir den Steinblock auf den Tieflader aufladen. Weil mit dem Steinblock können wir ganz schlecht von A nach B kommen.
Mit 12 Meter Breite zu fahren, ist irgendwie ungünstig. Bei solchen Bäumen. Das heißt, quer auf dem Tieflader rauf. Und das finde ich eigentlich die bessere Lösung. Versuchen wir es mal. Also wenn wir jetzt nicht unbedingt so schnell, man kann auch einspielen, ne? Aber die Aussaat, denke ich mal, kriegen wir gut fertig. Und das Düngen, Düngen ist ja auch fast fertig. Und die Ernte ist noch lange nicht so weit. Einmal wachsen. Also wenn wir das Getreide im Herbst ausgesät hätten, dann wäre das jetzt vielleicht Anfang Sommer reif. Vielleicht. Weiß ich nicht genau. Wäre aber technisch gesehen möglich. So, Blinker geht. Oh, was ist da hinten? Ungünstig. Das ist deswegen ungünstig, weil, ja gut. Wir fahren mal ein Black weg. Kommen wir besser ran. Schauen wir mal, dass wir das ankriegen. Ja, das passt schon. Das fahren wir nur mal runter, dass wir näher besser rangieren können. Dann legen wir hier auf der Wiese. Das kann der Drescher mitnehmen. So, nehmen wir mal den. Tieflader ganz schön kurz. Schauen wir mal, ob wir raufkriegen. Raufkriegen garantiert. Frage ist nur, ob wir das transportiert bekommen. Hupen, klar. Abkopplung. Okay. Ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen schauen. Ich habe nur Sonnenblumen gemacht, ne? Und kein Mais. Mais haben wir noch nicht. Aber das Maisstandwerk lässt sich ja leichter transportieren. Und wir schubsen. Das ist, wenn wir hinten rüber gucken lassen. Mal rein im reellen Leben hätten wir gesagt, ob wir ein paar Paletten legen die drunter. Und gut ist, ne?
Das sieht ganz gut aus normalerweise. Dürfte so klappen. Nur halt vorsichtig fahren, ne? Wo ist er fertig? Der ist fertig. Gut, nacharbeiten. Das heißt, in den Ecken zum Beispiel, da müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Im Grunde können wir froh sein, dass wir spezial Seemaschine haben, sonst hätten wir das noch vorher kuppeln müssen. Entschuldigung. Entschuldigung, muss trinken holen. So. Schauen wir mal in den Ecken, ob alles gut ist. Drei, vier, fünf, neun, fünf Folgen noch. Aber das kann ich auch morgen machen. Ah, hier ist so viel gar nicht mehr zu machen, aber sind halt da. Wenn wir die Sonnenblumen ernten mit 4 metrische, da können wir schön Gas geben. Dann werden wir auch einen LKW nehmen für Überführung, so wie beim Darfstadt letzte Mal. Und dann fahren wir mit Überladewagen auf den Acker lang und holen uns alles die vollen Tanks. So, auf zur nächsten Ecke. Der nächste fertig. Also im Prinzip mehr, weniger als 2 Folgen kann man sagen, fertig gemacht. Nicht schlecht für einen großen Acker. Aber da oben ein bisschen mehr was fehlt. Hier die Ecke gleich auch. Ja, hinten schön die ersten Feldfrüchte zu sehen. Düngerstreuer Arbeit noch. Der letzte ist auch gleich fertig geworden. Na ja, ist ja schön. Platz machen. So, die Ecke ist auch erledigt.
Der ist auch gleich fertig. Die kleinen Punkte, die können wir so liegen lassen. Das fällt mir gar nicht auf. Nur leicht die Ecke hier noch. Jetzt fahren wir gleich wieder zum Startpunkt zurück, was da noch fehlt. Die Ränder machen wir nicht so. Alles okay. Das passt auch. Nehmen wir gleich mit. Das dürfte gleich der nächste kommen und sagen, ich bin da. Ist er. Können wir ganzen entlassen. Einen Meter weiterfahren? Nö, ne? Den lassen wir stehen. Wir fahren mal zum Hof. Und zwar Richtung Auffüllen. Düste, fertig. Bereit für den Instantaten. Stell dir mal parat zum Waschen. Nein, nicht aufklappen. Oh, juckt. Okay, zurückfahren, Kurs löschen und Richtung nach Hause. Ebenfalls auffüllen. Den nächsten machen wir dann zur nächsten Folge. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein.
Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Abo oder ein Like. Ich sage schon mal danke auch dafür. Keine Kosten, keine Verpflichtung. Einfach nur mal reinklicken. Reicht. Ich bin für jeden Hinweis, Kommentar an sich dankbar. Ich versuche auch gerne was zu erfüllen, wenn es machbar ist. Wünsche, Erklärungen vielleicht. Dann sage ich von hier mal Tschüss bis morgen. Ne? Ciao, ciao. Tschüssi.